und die sich demokratisch fühlten. Und dass nach 1945 die Spaltung anfing, ein Widerstand, wenn er aus christlicher Sicht kam oder von den Offizieren geleistet war, genannt wurde, und der KPD-Widerstand verschwiegen wurde, zeigte ja auf, dass hier eine ganz bestimmte Politik salonfähig werden sollte. In der Hochphase des Kalten Krieges zieht Monika nach Berlin. 1961 ist ja die Mauer gebaut worden in Berlin und relativ viele Menschen aus Studentenkreisen haben Fluchthilfe gemacht. Das heißt, für Bürger der DDR, die in den Westen wollten, haben sie falsche Pässe gemacht, haben Tunnel gegraben und so, solche Sachen. 1964 lässt sich Monika als Fluchthelferin engagieren. Ich habe das gemacht, weil ich das richtig fand, weil ich also auch den Bau der Mauer nicht richtig fand. Aus meiner ganzen Geschichte, auch einer Geschichte eines ganz starken Antikommunismus, mit dem ich aufgewachsen war. Und zwar in Oberursel in der Nähe von Frankfurt. Der Ort selbst und einige kleine Orte in der Umgebung hier sind die bevorzugten Wohnorte der reichen Leute, der Bankiersleute, Fabrikanten überhaupt, der höheren Gesellschaftsschichten, die in Frankfurt arbeiten. Frankfurt ist ja eine Bankenstadt. 1965 wird Monika in Prag festgenommen. Wegen Fluchthilfe verurteilt, verbringt sie 4 Monate in Haft und hat viel Zeit zum Lesen. Und es waren sehr, sehr viele kommunistische Bücher, sehr viele Bücher über den Widerstand im Faschismus. Und ich wusste vorher sehr wenig davon. Und ich fand das hochinteressant, konnte mich damit auch identifizieren, also auch mit einem gerechten Kampf identifizieren. Und da habe ich sehr viel gelernt, was ich vorher gar nicht wusste. Also gerade dort in dieser Situation. Das war mir auch wichtig. Weil es war das erste Mal durch dieses Lesen, dass ich Kommunismus als was Positives, also nicht erfahren, aber vom Kopf her gesehen habe. Dieser Antikommunismus, der war damit erstmal auch so ein ganzes Stück gebrochen für mich. Take me in, tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Jessie Mackey, Tochter einer typischen Mittelschichtsfamilie, politisiert sich über soziale Themen. Sie organisiert sich zunächst in linken Theoriezirkeln. Y eso fue lo que a mí me impulsó a buscar un lugar donde actuar. Ya estaba muy cansada de discutir, quería actuar. Ich war müde vom ständigen Diskutieren. Ich wollte handeln. Als Che von Kuba auf den südamerikanischen Kontinent kam, um hier einen neuen Brennpunkt der Guerilla zu schaffen, weckte das eine ganz bestimmte Sensibilität in mir. So näherte ich mich dieser politischen Bewegung, von der ich fand, dass sie die einzige war, die in diesem Land politisch eingreifen konnte und nicht abhängig vom Ausland, sondern in Uruguay verwurzelt war. Für mich war es wie ein Wechsel vom Büro in den Morast. 1966 schließt sich Jessie der Stadtguerilla-Organisation MLN Tupamaros an, die sich kurz vorher auf ihrem ersten Kongress für den bewaffneten Kampf ausgesprochen hatten. Con una consigna que en aquel momento era la famosa consigna de ármate y espera. Und so trat ich ein mit der Parole, die damals total berühmt war: Bewaffne dich und warte ab. Sie stand an allen Wänden. Die Tupamaros haben von sich aus keine Leute rekrutiert. Sie sagten, wer zu uns kommen will, muss sich zuerst eine Waffe besorgen, ein Schießeisen, und dann abwarten, bis wir zu ihm kommen. Wir zogen zu dritt los, um uns eine Waffe zu besorgen. Das war ziemlich lustig, obwohl wir dafür hart arbeiten mussten. Wir klauten auf den Bauernhöfen hier in der Umgebung, was das Zeug hielt. Wir sackten Gemüse und Blumen ein, um es später auf dem Markt zu verkaufen. Als wir genug Geld zusammen hatten, kauften wir uns eine 38er. Stolz präsentierten wir uns einem Companiero und sagten, also hier ist unsere Waffe. Wir wollen nicht mehr abwarten. So fing 1966 unsere Mitgliedschaft in der MLN an. Bald nach ihrem Eintritt bei den Tupamaros gibt Jessie ihre bürgerliche Karriere und damit ihre gut bezahlte Stellung als Chefsekretärin auf. Era un poco difícil mantener la doble vida.
Es war schwierig, dieses Doppelleben zu führen. Ich bekam Probleme mit meinem damaligen Freund. Er war auch Tupamaro. Er war einer von denen, mit denen ich zusammen die Waffe besorgt hatte, um in die Organisation einzutreten. Ich hatte viele Probleme. Klar, im Büro musste ich immer gut gekleidet erscheinen, aber abgesehen davon gefiel es mir, mich schön anzuziehen und zu schminken. Es machte mir Spaß, kokett zu sein. Sie schauten mich oft ziemlich schräg an, als wollten sie sagen, die ist ja eine Kleinbürgerin, die nur ein paar Abenteuer erleben will. Aber in die MLN einzutreten und die Compañeros kennenzulernen, die wirklich wundervoll waren, war für mich so, als hätte ich endlich meinen Platz in der Welt gefunden. An der Hand meines Freundes bin ich in die MLN eingestiegen, er natürlich auch an meiner, nur um das klarzustellen. Zusammen machten wir die ersten Schritte, ganz hier in der Nähe bei Paso de Arenas und Bajas Blancas. Mal abgesehen von unserer ganzen Liebesgeschichte, lernten wir den Umgang mit Waffen und machten die ersten Schießübungen. Wir bekamen außerdem sehr gründlichen Unterricht über die Geschichte von Uruguay. Die Liebe spielte für mich eine sehr wichtige Rolle und so wird es auch während meiner gesamten Mitgliedschaft bleiben. Für mich ist es praktisch unmöglich, ohne Liebe zu kämpfen. Graciela, gab es damals bestimmte Vorbilder für euch, Bewegungen, an denen ihr euch orientiert habt? Kuba hatte einen großen Einfluss und war ein Vorbild für uns. Nicht, weil sie bewaffnet gekämpft und gesiegt haben, sondern weil dort die Volksmacht die Veränderungen der kubanischen Gesellschaft durchgesetzt hat. Ich erinnere mich, dass wir Bücher über die Revolution von 1962 in Algerien gelesen haben. Wir lasen Bücher über den Aufstand im Warschauer Ghetto und wir lasen auch ein Buch, das Rebellion im Heiligen Land hieß und das vom Kampf der Juden um ihr Land handelte, ihren Kampf gegen die Engländer. Wir hatten so etwas wie eine theoretische Grundlage, das Wissen um Kämpfe in allen möglichen Teilen der Welt. Ab 1967 müssen die Tupamaros buchstäblich in den Untergrund gehen. Sie bewegen sich in der Kanalisation, graben Tunnel, bauen unterirdische Versammlungsräume und Verstecke für Material. Der größte Raum wird von den Militärs gesprengt, läuft mit Wasser voll und sieht heute wie ein kleiner See aus. Damals war ein schrecklich kalter Winter und wir hatten sehr wenig. Wir hatten nur das absolut Notwendigste. Und so blieb es auch die ganze Zeit während unserer Illegalität. Ich erinnere mich, dass wir Pilze im Sand suchten, die wir kochten und aßen. Wir fingen Frösche in den Tümpeln und verspeisten sie mit Reis. Das hier ist der Weg, den wir gingen, um auf die Rückseite des Hauses zu kommen. Wir nannten es die Nummer 4. Genau in dieser Zeit wurde das erste Dokument der MLN geschrieben. Darin wurde zum antiimperialistischen Kampf aufgerufen, zum Kampf um soziale Gerechtigkeit und es wurde die Kontinentalität der Kämpfe festgeschrieben. Also nicht nur in Uruguay, sondern auf dem ganzen Kontinent. Das waren sozusagen die drei Grundpfeiler. 1967 diskutierten wir das in allen regionalen Gruppen der MLN. In dieser Zeit, von der wir gerade reden, bestand die Führungsspitze aus Männern, aber wir Frauen nahmen an allen Diskussionen teil. Später, als wir die Einheiten zusammenstellten, übernahmen wir Führungsaufgaben in den Einheiten. Auch ich leitete eine. Später gehörte ich der MLN-Führung selbst an. Posteriormente voy a participar en la dirección también del MLN.
Allgemein gesehen hatten die Frauen innerhalb der MLN eine Vorreiterrolle. Sie standen sozusagen immer in der ersten Reihe. Die Compañeras nahmen an Aktionen teil, sie kommandierten die Einheiten und sie rekrutierten Leute. Die Compañeras hatten Entscheidungsmacht. Während in Uruguay die Tupamaros im Untergrund ihr Stadtguerilla-Konzept entwickeln, finden in der Bundesrepublik die Prozesse gegen Nazitäter statt. ...1967 kamen die ersten Nazi-Prozesse nach Hamburg. Und ich habe mir vorgestellt, was es für Menschen bedeutet, die das erste Mal nach Deutschland kommen, die ihre ganze Familie in Polen oder in Russland verloren haben. Und habe mich dem Gericht angeboten, mit Freunden diese Menschen zu begleiten. Und der Gerichtsvorsitzende hat zu mir gesagt, was soll das? Die haben ein wunderbares Zimmer, wir haben sie im besten Hotel untergebracht, was brauchen die Begleitung? Daraufhin habe ich gemerkt, ich muss eine Organisation ansprechen und als Vertreterin dieser Organisation kommen. Und das war Pax Christi, die mich dann auch sehr unterstützt haben. Und dann kam ich zu dem Gerichtsvorsitzenden und die Arbeit konnte getan werden. Und die hat uns sehr politisiert, nicht nur, weil es um die Vergangenheit ging, sondern wie die deutsche Justiz mit NS-Tätern und mit Opfern umging. Die Angeklagten zeigten überhaupt keine Einsicht, beriefen sich immer auf Befehle und darauf, dass sie ja Deutschland judenrein machen mussten, zerflossen nur vor Selbstmitleid. Und viele der Zeugen hatten hinterher schreckliche Zusammenbrüche. Und für mich kam damals der Zweifel auf, soll man das Menschen überhaupt noch antun? Sie waren gekommen, um für Gerechtigkeit einzutreten und es gab keine Gerechtigkeit. Nach Absitzen ihrer Strafe in Prag geht Monika nach Berlin. Sie ist eine der Aktivistinnen der Studentenbewegung. Die Erfahrungen waren, dass es ein subjektiver, also sehr stark subjektiv empfundener Aufbruch war. Ein Bruch dieser ganzen Bewegung mit der Nachkriegsgeschichte in der Bundesrepublik. Und aber auch für die meisten, die das mitgemacht haben, ein sehr persönlicher Aufbruch gegen dieses ganz verkrustete System, das sich nach dem Krieg entwickelt hatte in der Bundesrepublik. Also ich war über diesen Aufbruch damals sehr dankbar. Und ich denke, Sie sind ja auch sehr von der Bürgerlichkeit sehr schnell verlassen worden. Dadurch hat sich die eine Abteilung radikalisiert. Und bei der anderen, glaube ich, war es auch ein Spiel mit der Rebellion. Ein Aufbegehren, aber dann, wenn man bezahlen sollte fürs Aufbegehren, hat man sich doch sehr schnell wieder bürgerlich, leistungsmäßig und karrieremäßig eingegliedert. Eine Mitbegründerin der antiautoritären Kinderladenbewegung, Margit Schenki, gehörte auch zu den Aktiven der 68er-Bewegung. Nach einem Bankraub saß sie mehrere Jahre im Gefängnis. Heute lebt sie als Filmemacherin in Hamburg und arbeitet mit Flüchtlingskindern. Also für alle, die sich irgendwann politisiert haben in der BRD, ne, war das ganz klar, dieser Nationalsozialismus. Und das war klar, so kann das nie, darf das nie wieder werden. Ne? Das gilt für jeden. Also daraus haben fast alle von uns so eine Haltung entwickelt, die man so mit Zivilcourage bezeichnen könnte. Ne? Also, dass man immer das Gefühl gehabt hat, wenn irgendwo einem was auffällt, eigentlich Form von Rassismus auch, ne? Also, dass man gleich dazwischen geht, ne? Dass man sich überall einmischt.